Was? Lernst du schon wieder? Ja, muss ja, ne? Und irgendwas Neues bei dir? Naja, ich bin heute Morgen so mit dem Fahrrad zur Schule gefahren, ne? Da so ein riesiges Wahlplakat. Hast du es auch gesehen? Wahlplakat? Was denn für ein Wahlplakat? Naja, das, wo drauf stand, dass Bagdeheide schuldenfrei ist. Bagdeheide schuldenfrei? Das habe ich ja noch nie gehört. Ja, natürlich. Bagdeheide ist die einzige von über 50 Städten in Schleswig-Holstein, die keine Schulden hat. War das denn schon immer so? Ach, warte, ich zeig's dir. Bagdeheide hatte noch bis zum Jahr 2007 Schulden, und zwar doch sogar erhebliche Schulden. Bagdeheide hatte zum Beispiel im Jahr 2004 noch 8 Millionen Euro Schulden. Das sind immerhin pro Einwohner 600 Euro, die er Schulden hat. 600 Euro Schulden je Einwohner im Jahr 2004. Jetzt ist Bagdeheide also komplett schuldenfrei? Ja, genau. Also, was lernst du da eigentlich? Ja, wieder ein Englisch-Vokabeltest, aber ich kann das wieder nicht. Wann schreiben wir überhaupt? Nächste Stunde, aber ja. Ja, dafür muss ich auch noch mehr. Naja, ist jetzt auch nicht so wichtig. Was macht Bagdeheide denn eigentlich anders als die anderen Städte, die in Schleswig-Holstein verschuldet sind? Naja, drei Faktoren sind dafür verantwortlich. Nämlich. Aber was ist denn bitte so ausschlaggebend, dass Bagdeheide besser dasteht als diese Städte? Warte, da habe ich was Passendes dazu. In Zukunft wird es dann auch so weitergehen, dass es auf diesen drei Säulen weiter bestehen bleibt. Und ja. Das Wachstum auch weiter. Also, das wäre mir schon wichtig. Gewerbesteuer, die Säule der Gewerbesteuer heißt, man muss auch immer wieder neue Betriebe in Bagdeheide ansiedeln. Die schaffen ja auch Arbeitsplätze, das geht ja nicht nur um die Steuern, sondern es geht ja auch um das Schaffen von Arbeitsplätzen. Das zweite ist, dass wir, wenn wir weiter wachsen, auch weiterhin als Stadt dieses Wachstum mitgestalten wollen. Es sind ja nicht alle Grundstücke, die in Bagdeheide verkauft werden, städtische Grundstücke, aber ein großer Teil ist in der Vergangenheit eben von der Stadt gewesen. Und das sollte auch so bleiben, damit die Stadt auch weiterhin daraus Einnahmen hat. Und das Dritte, dass die Politik gut zusammenhält und dass jeder dann eben seine Dinge auch manchmal, wenn es in seinem ist, auch mal nach hinten anstellt. Das ist natürlich ein Wunsch, den ich habe, den kann man aber nicht beschließen, sondern das hängt ja auch dann eben vom guten Klima der Zusammenarbeit. Ich wusste gar nicht, dass sich so viele Gewerbe in Bagdeheide niedergelassen haben. Doch, doch. Allein durch die Gewerbesteuer nimmt Bagdeheide jährlich ungefähr einen Wert von 9 bis 12 Millionen Euro ein. Und in welcher Höhe liegen die Ausgaben? Naja, allgemein kann man sagen, dass Bagdeheide jährlich ungefähr 45 Millionen Euro ausgibt. Wie du siehst, deckt sozusagen die Gewerbesteuer diesen Betrag um etwa 25%. Und das ist schon ein sehr hoher Wert. Naja, wie auch immer. Also nochmal zurück zum Thema. Was ziehen denn die Anwohner aus Bagdeheide hier für Vorteile aus der Schuldenfreiheit? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Und deshalb habe ich mich mal auf der Straße schlau gemacht. Zum Beispiel merkt eine Passantin den Unterschied zwischen dem Vergleich von Bagdeheide und einer anderen Stadt in der Umgebung. Warte, das kann ich dir nochmal besser zeigen. Sehen Sie am Stadtbild davon etwas, dass Bagdeheide schuldenfrei ist? Ja, zum Beispiel die Wannersbeleuchtung. Die Orte Oldesloe, Arnsburg haben ständig Probleme, ihre Wannersbeleuchtung zum Beispiel durchzukriegen, die Sponsoren zu finden und dies und jenes. Und das ist in Bagdeheide kein Problem. Wir stehen in der Hinsicht negativ in der Presse. Na, du siehst also, dass die Unterschiede sehr deutlich geworden sind. Ja, das kann man so sehen. Aber nach der Meinung eines Passanten aber nicht in allen Bereichen. Warte, das zeige ich dir. Bagdeheide gibt hier an, dass sie relativ schuldenfrei sind. Okay, ja, merken Sie etwas davon im Stadtbild? Also sehen Sie davon etwas? Zum Beispiel Straßen sind alle sauber. Ja. Wir haben eine neue Skulptur da hinten von Bagdeheides Wahrzeichen. Ja? Ja. Okay. Und sonst merkt man eigentlich nichts von. Also ich merke nicht, dass in öffentlichen Einrichtungen davon sehr viel ankommt. Aber da hat man ja öfters nicht so den Einblick. Also kann man dann als Fazit sagen, dass es durchaus von Vorteil ist, in so einer Stadt wie Bagdeheide zu leben, aufgrund der finanziellen Lage? Naja, hinzu kommt halt noch die Lage Bagdeheides zwischen Hamburg und Lübeck. Und diese Lage ist sehr attraktiv für zum Beispiel Familien. Auf der einen Seite können sie mit ihren Kindern an die Ostsee fahren, aber auf der anderen Seite auch in die Innenstadt.
Aber ich glaube, die Stunde hat gerade angefangen. Oh, der Kabeltest. Oh nein. Ich konnte sowieso nichts. Ja, trotzdem wünsche ich dir viel Glück, ne? Aber vielleicht kann ich das gut gebrauchen. Ciao.